So, und wenn ich nun schon gerade am Video machen bin, will ich auch noch ein ganz kurzes Video machen zu dem Goniometer. Zwei, drei Dinge mal generell erklärt. Der Goniometer hat eine wiederaufladbare Batterie. Die wird hier mit einem Mini-USB eingesteckt. Wir liefern kein Ladegerät dazu. Weshalb? Leute, so ein Ladegerät hat wirklich jeder, der ein Handy besitzt, hat auch so ein Ladegerät zu Hause hängen. Ja, wir müssen ja nicht noch mehr Elektronikschrott auf die Welt schmeißen. Das zum Ersten. Eingeschaltet wird er hier unten. Da ist so ein Kippschalter. Zack, da seht ihr, hinten geht die LED an. Hier an diesem Rad kann ich diese Skala verstellen. Zeige ich euch gleich, weshalb das wichtig ist. An diesem Rad kann ich das Messer verschieben in der Horizontalen. So, um das mal kurz zu zeigen. Ach so, ja, noch ganz wichtig. Schaut mal hier. Hier drin sind zwei Magnete und diese Magnete habe ich abgeklebt mit ein bisschen Panzertape. Ja, hat einfach den Hintergrund, wenn ich jetzt mein Messer einspanne, so, dann liegt das ja an den Magneten dran und wenn ich das wegziehe, könnte ich mir Kratzer reinmachen und das will ich nicht. So, jetzt schalte ich das Gerät mal ein und jetzt sehe ich hier drin Punkte und Linien. Das Messer ist jetzt schon lange nicht mehr geschliffen. Ich stelle das jetzt mal kurz richtig ein, so wie ich denke, dass das gehört. So, zack. Muss ein bisschen verdrehen. Augenblick. So, ein bisschen mittig stellen. Hier kann ich noch ein bisschen nachstellen. So. So, und jetzt gucke ich rechts und links gleich weit weg. Ja, passt. Also, ich habe jetzt mit diesem Rad habe ich die mittleren zwei Punkte. So verstellt die Skala. Ich drehe mal die Skala, dann seht ihr das, was ich meine. Ach so, halt, ich halte gerade die Skala fest. Ich muss da ein bisschen anders halten. So, hier kann ich die Skala verstellen. Seht ihr das? Das dreht sich jetzt links und rechts. So, ich muss jetzt hergehen. Die zwei mittleren Punkte sollen links und rechts der Nulllinie in etwa gleich weit weg sein. So, und das ist jetzt hier der Fall. Rechte Seite, linke Seite. Und dann kann ich an den äußeren Punkten, kann ich dann ablesen, ah, nee, jetzt habe ich es natürlich wieder verstellt. So. Und jetzt kann ich an den äußeren Punkten ablesen, dieses Messer zum Beispiel ist geschliffen mit 10, 12, 12,5 Grad. Und zwar auf beiden Seiten. So. Wenn ich das Messer frisch geschliffen habe, sind die roten Linien dazwischen auch weg. Ich nehme mal eins von den anderen Messern, wo ich gerade noch sauber gemacht habe. So, das legen wir mal rein. Dann legen wir das hier vorne an diesen Plastikknöpfen an. Und dann, ich muss mal kurz aufstehen, dann seht ihr hier jetzt wieder diese Punkte und Linien, in dem Fall auch Linien. Jetzt muss ich kurz reingucken dazu. Jetzt tue ich das Messer seitlich so verdrehen, sprich, dass das links und rechts läuft, bis ich die Punkte habe. Dann richte ich die Punkte hier, sieht man das? So muss ich ein bisschen halten. Dann richte ich die Punkte hier in der Mitte links und rechts von der Nulllinie aus, sodass die genau passen. So, und wenn ich jetzt hingehe, ich muss mal kurz reingucken, dass ich euch keinen Mist erzähle. Jetzt könnt ihr sehen, auf beiden Seiten liegt ein 15-Grad-Winkel an. Ja? Das Messer habe ich geschliffen vor ein paar Wochen oder so. Das habe ich jetzt die ganze Zeit benutzt zum Kartonagen schneiden, Kartons aufmachen und so weiter. Deswegen war das auch so versaut mit Kleber. Den haben wir ja jetzt ruckzuck wegbekommen. Also soweit zum Goniometer. Leute, verzweifelt nicht, wenn es am Anfang nicht so klappt. Hey, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. In dem Moment, wo ihr einen sauberen Winkel habt, egal wie viel Grad, werden diese Linien verschwinden und da werden nur noch Punkte da sein. Die Linien sind jetzt einfach nur da, weil die Schneide ist ja nicht mehr klar definiert. Wenn ich mit dem Ding 4 Wochen Kartonagen geschnitten habe, dann gibt es auch keine saubere Schneide mehr. Aber sobald die Schneide frisch vom Schleifstein kommt und vom Polieren und so weiter, werdet ihr klare Punkte haben. Wenn ihr zum Beispiel über so ein Hängeleder abzieht und zieht das rund raus, dann seht ihr das hier innen drin. Dann hat nämlich der äußere Punkt, da wo eure Schneide ist,
Der hat so einen Halbmond förmig. Das heißt, ihr habt die Schneide ballig gemacht. Was aber nicht schlimm ist. Also das macht überhaupt nichts. Wenn ich so eine Schneide, die, was weiß ich, 12 oder 15 Grad hat, ganz egal, ein kleines bisschen ballig mache, das Gerät zeigt halt schon das kleinste bisschen Balligkeit an. Aber das macht nichts. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Das Messer ist rattenscharf. Probiert's aus. Ich stehe euch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Macht's gut. Ciao.